Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur fünften Coding Challenge. Heute wollen wir die Lösung schreiben für das, was wir letztes Mal bekommen haben. Und zwar haben wir hier gesagt, wir wollen Postfix-Notation auswerten. Ich habe euch letztes Mal erzählt, was genau das ist, aber natürlich nicht die Lösung, wie man das Ganze programmatisch löst. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen heute aber auch keinen Benchmark oder sowas schreiben, sondern wir wollen tatsächlich einfach nur die Lösung. Und das ist gar nicht so einfach, denn Lösungen für sowas sind halt schon nicht ganz unanstrengend. Aber ich packe jetzt hier einfach erstmal ganz kurz die Standarddinger rein. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt die Standardlösung. Wir holen uns die Challenge, wir laden die Challenge. Lasst mich ganz kurz gucken. Das hier funktioniert natürlich jetzt nicht, weil wir keinen JSON haben. Wir haben ganz normalen String an Text. So. Das heißt, was wir hier brauchen, das brauchen wir auch alles nicht. Und das ist die Lösung. Ich nenne es jetzt einfach mal Solution. So, und jetzt bauen wir uns das Ganze. Jetzt mache ich als allererstes mal Folgendes. Also im Endeffekt ist das ja jetzt wirklich die einzige Lösung. Deswegen baue ich jetzt hier nicht noch irgendwelche 50 verschiedenen anderen Funktionen oder sowas. Sondern nur eine Funktion in dieser Funktion drin, damit wir hier auch drauf zugreifen können. Und damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und ein kleines Dictionary, ein assoziatives hier. Das besteht aus den verschiedenen Operationen. Denn wir müssen ja irgendwie rausfinden, was man machen soll, wenn man ein Plus hat, wenn man ein Mal hat, ein Minus und so weiter und so fort. Wenn wir ein Plus haben, also quasi, wenn wir hier Ops von Plus machen, bekommen wir eine Funktion zurück. Und zwar eine Lambda-Funktion, die a, b, also zwei Werte, miteinander verrechnet, logischerweise. Und auf was werden die abgebildet? Naja, a plus b. Warum muss ich das jetzt so machen? Ganz einfach, weil wir hier dieses Plus als String-Zeichen haben. Das heißt, ich muss es irgendwie definieren können. So, im Endeffekt sind die anderen sehr, sehr ähnlich. Das heißt, hier Minus, ein Mal und ein Geteilt, sorry. Gut, das ist das Geteilt. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Geteilt. Mal und Minus. Minus und Mal. Wunderbar. So, und jetzt haben wir ein kleines Array. Das heißt, wenn wir jetzt Ops von zum Beispiel Plus oder Plus haben, dann wird automatisch eben hier werden zwei Werte beziehungsweise addiert, wenn wir hier hinten dran das noch aufrufen, was wir gleich machen werden. Also hier dann sowas wie Value 1 und Value 2. Und das würde uns schon direkt Plus ausrechnen für eben diese beiden Werte. Auf diese Weise brauchen wir dann eben nicht noch irgendwelche extrem umständlichen Verrechnungen. So, dann machen wir Folgendes. Wir wollen das Ganze evaluieren. Dazu definieren wir uns jetzt in dem Fall eine Funktion innerhalb unserer Solve5-Funktion, aber das macht absolut gar nichts. Und jetzt sagen wir hier, exp steht normalerweise für was anderes. Nichts mit Exponentiation, was wir hier machen wollen. Sagen wir expr für Expression. Was wollen wir denn machen? Wir wollen zunächst einmal unsere Tokens bestimmen. Achtung, das sind jetzt nicht die Tokens, die wir hier zurückschicken wollen, sondern das sind die einzelnen Elemente. Und die bekommen wir halt expr.split und zwar an einem Leerzeichen. So war das einfach gegeben. So, und jetzt bauen wir uns noch einen kleinen Stack. Was eigentlich, also es ist tatsächlich ein Stack, es ist eine Last-In-First-Out-Queue tatsächlich. Wenn euch das jetzt nicht sagt, macht nichts, das machen wir sofort. Es ist im Endeffekt auch nur eine stinknormale Liste, aber was wir halt mit der Liste machen, das ist interessant. So, und jetzt wollen wir für jedes Token innerhalb der Tokens was tun. Wenn unser Token ein Ops-Zeichen ist, if Token in Ops, also wenn innerhalb der Ops, also wenn es hier irgendwo dieses Token gibt, also wenn es ein Plus ist, ein Minus ist, ein Mal ist oder ein Geteilt ist, dann wollen wir eine Operation ausführen. Denn genau das ist, wenn wir ein Ops bekommen, dann haben wir auch irgendwas auf dem Stack drin. Also das Ganze wurde euch immer in einem gültigen Format gegeben. Und wenn wir hier diesen Stack bauen, sagen wir, zuerst fügen wir das hinzu, dann fügen wir das hinzu, dann fügen wir das hinzu und dann kommt das erste Zeichen. Also das erste Zeichen kann frühestens nach zwei Tokens kommen. Also 695 ist ein Token, 803 ist ein Token. Dann kann das erste
Token, wo in den Ops drin ist, auch wirklich kommen. Das heißt, wir können hier frühestens, wenn wir zwei Elemente auf dem Stack haben, was machen. Und das ist auch der wichtigste Punkt hier. Sonst würde es kaputt gehen. Deswegen sagen wir jetzt hier Argument 2 oder Value 2, sucht euch aus, ist das, was wir auf dem Stack haben, und zwar das oberste oder das letzte Element in unserem Fall. Also das ganz rechte Element ist das, was wir wollen. Dann Argument 1 ist auch Stack.pop. Und dadurch bekommen wir die beiden Elemente, die sozusagen am neuesten sind. So, und jetzt wollen wir die einfach verrechnen miteinander. Das heißt, wir sagen Result ist gleich Ops von Token, weil Token ist ja offensichtlich in den Ops, also können wir hier es auch reinstecken. Dann stecken wir hier das Argument 1 rein und das Argument 2. So, und dann packen wir das hier wieder auf unseren Stack drauf, denn die Lösung müssen wir ja auch irgendwo hin speichern und die Lösung muss ja eventuell wieder verrechnet werden. Wir wissen jetzt nicht, ob danach wieder eine Operation kommt und ob wir es wieder direkt verrechnen müssen, aber wir wissen, dass irgendwann mal vielleicht noch eine kommt und dazu, also wenn noch eine Zahl kommt, dann packen wir halt noch mehr Zahlen drauf. Aber ja, das ist im Endeffekt auch schon das Wichtigste hier. Und dann sagen wir, ansonsten wollen wir einfach nur das Token auch wirklich gerade da einparken. Und zwar als Integer. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr hier natürlich ein Problem, weil wir hier, diese komplette Expression ist ein String. Das heißt, ihr bekommt die Zahlen auch als String gegeben. So, und das war's schon. Damit machen wir alles automatisch. Wir machen die komplette Klammern-Scheiße. Alles machen wir völlig automatisch und müssen hier uns um nichts mehr kümmern. Und ja, das ist einfach im Endeffekt das, was wir hier brauchen. Das heißt, wir geben einfach am Ende, wenn wir durch sind, durch alle Tokens, geben wir unseren Stack und das oberste Element zurück. Und wenn da halt mehr als ein Element drauf ist, dann ist offensichtlich was in der Formel falsch gelaufen. Aber das sollte hoffentlich niemals passiert sein. Genau, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles an Magie. Jetzt müssen wir noch unsere Solution berechnen. Das heißt, wir sagen hier, Solution ist gleich eval und zwar als Response. Das ist das, was wir hier oben bekommen haben, die Response aus der Challenge.text. So, jetzt habe ich euch tatsächlich aber gesagt, ihr sollt bitte abrunden, wenn ihr soweit seid. Das heißt, wir schicken hier nur den Integer zurück über die Solution. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie ein Float oder sowas rauskommt, dann wird der einfach abgeschnitten und nur das, was vorm Komma steht, wird euch dann auch oder wird dann auch an den Server geschickt. Und wenn wir das jetzt hier starten, passiert überhaupt nichts, weil ich vergessen habe, Solv 5 aufzurufen. Solv 5. So. Und ja, jetzt bekommen wir hier Success zurück. Das heißt, ihr könnt euch auch gerne noch irgendwo Prints eingeben oder sowas, die euch dann genauer sagen, was hier eigentlich passiert. Aber ja, das ist im Endeffekt alles und das sollte auch eigentlich niemals schief gehen. Falls es irgendwann mal schief geht, dann müsste eigentlich hier die Challenge falsch formuliert sein. Sprich, ja, das sollte natürlich nicht passieren. Aber so sparen wir uns wirklich den kompletten Kram mit den Klammern und das ist eigentlich auch das Coolste daran. Ja, cool. Das war's eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Eine sehr, sehr simple Lösung. Also, was heißt simpel? Aber sehr, sehr wenig Code in der Lösung drin und eigentlich auch super effizient. Klar, man kann sich noch einige Zeilen sparen. Ich bin gespannt auf eure Lösung. Ich finde das immer super gut. Und bin auch gespannt, was ihr für eine Sprache benutzt habt wieder mal. Und mit welcher Sprache ihr es hinbekommen habt und mit welcher vielleicht nicht so sehr. Ja. Cool, das war's dann von meiner Seite erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne auch Feedback da, nicht nur eure Lösung. Und schaut in die Kommentare, falls da jemand wieder seine Lösung postet. Dann ist es natürlich für euch auch super interessant, wenn ihr dieselbe Sprache hattet und nicht unbedingt mit Python gearbeitet habt. Aber das Prinzip funktioniert eigentlich an jeder Stelle gleich. Gut, okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.